So, willkommen zurück zur nächsten Folge Ion. Weiter geht's im Kontext, denn wir wollen ja das Dungeon packen. Oh. Das sieht auf jeden Fall mal schön aus hier. Na, gucken, kann ich schnell mal ein Bild machen? Ja. Hier, warte mal. Ja, gib her. So, ich werde angegriffen. Hallo. Das ist kein gültiges Ziel. So, Traumfragment. Haben wir 1 von 10. Allerdings, ich wollte jetzt die Quests noch mal einsehen. Reise ins Ungewisse. Erledige Kaliga, um Robson zu rächen. Ja gut, die müssen wir natürlich auch noch machen, die sind aber nicht mehr in unserem Levelbereich. Ja, weiter geht's. Und der nächste Gegner. Wieso verlangsamt die Schweinebacke nicht? Das ist das falsche Ziel. Ist nicht schön. So, das nächste Fragment. Ich muss dringend wissen, wo Lord Kaliga ist. Der Lord ist im Gewölbe. Ach wirklich? Ist dem so? Dann richtet ihm unverzüglich aus, dass ich im Besitz von Magas Trank bin. Und was ist mit Chromede? Richtet dem Lord aus, ich hätte mich um Robstin und Chromede gekümmert. Ah, verstehe. Ja, ja, gekümmert. Dabei bin ich hier noch ganz lebendig, aber mein Mann ist leider nur tot. Hier, Dina, du bist dran. Ich hasse das, wenn die ihn so verlangsamen. Ja, ist auf jeden Fall schon mal guter Loot dabei. Oh, wir möchten uns dann mal regenerieren. Machen dann ja doch ganz guten Schaden, kriege ich mit.
Wir setzen uns mal ganz kurz hier hin. Regenerieren. In der Zeit gucken wir einfach mal hier. Wir müssen auf jeden Fall dahinter. Ja gut, würde ich mal sagen, ne? Wir holen uns natürlich noch die XP der anderen Gegner. Euer Ziel ist nicht zu finden. So, und der ist nämlich gerade einzeln unterwegs. Eine Waffe aufladen hat ja wohl nicht wirklich gerade was gebracht. So, dann hauen wir noch schnell die da hinten um. Das ist das falsche Ziel. So, die sind auch beide down. So, jetzt haben wir wieder das Problem. Wir müssten eigentlich mal instant geheilt werden irgendwie, irgendwo. Ja, wir müssen kämpfen, es geht nicht anders. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ach, dieses Bombending ist schon geil. So, noch 5 Fragmente. Wenn wir jetzt hier in den Garten gehen. Wenn wir hier hochgehen, kommen wir eigentlich auch in den Garten raus. Wenn ich aber jetzt so in den Garten gehe. Habe ich eigentlich auch ordentlich Gegner. Naja, wir machen das einfach mal. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ah, die sind echt gute, die Viecher. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Greift mich hier erstmal so ein dämlicher Pilz an, Alter. So, dann mache ich jetzt hier wieder einen kurzen Cut, um zu raggen und bis gleich.
So, da sind wir wieder voll gerackt. Kämpfen natürlich gleich wieder. Ich werde es ab sofort immer so machen. Wenn ich vom Leben her so schwach bin und mich gesund raggen muss, werde ich einen kurzen Cut einsetzen. Na komm, damit man nicht allzu viel verpasst in den Folgen. So, ich muss aber ganz kurz was gucken, und zwar die Lautstärke. So. Was haben wir hier? Irgendwas von einer Schlafblume haben wir erhalten. Da gucken wir gleich mal nach. Hier. Kräfteraubende Pollen. Nein. Aber hier gibt es sonst nichts weiter. Gut, dann kämpfen wir natürlich noch ein bisschen. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Und direkt zum nächsten Gegner. Wir wollen uns ja nicht allzu lange hier drin aufhalten. So. Da ist noch eine Person. Ah, los, die hauen wir auch noch weg hier. So. Dann müssen wir jetzt da hochgehen. Ich würde mal sagen, das kriege ich mal auch noch gebacken. Oh. Das habe ich natürlich gar nicht mitbekommen. Was kann man hier machen? Ring des Propheten erhalten. Okay, das heißt was? Ich hoffe mal, was Gutes heißt das. Ein Schild, das jedes Mal, wenn ihr angegriffen, Angriff alleine 100 Schaden absorbiert. Okay. Irgendwas Wichtiges auf jeden Fall. Wir haben alle 10 Fragmente. Jetzt gucken wir aber erst einmal hier hinten nach. Was es da noch so Schönes zu holen gibt. Hier anscheinend nichts.
Angers Schlafgemach. So, Nummer 1 ist down. Oh, da draußen steht auch irgendwas. Wir klatschen einfach alle rum, würde ich sagen. Euer Ziel existiert nicht. Und ab zur Lady Anger. Euer Ziel ist nicht zu finden. Seid ihr tot? Was? Wo ist die Alte hin? Und gib mir die Rüstung. Hä? Wo ist die denn hin? Ah ja, was soll's? Hier, angreifen. Komm, du bist doch gleich da. Euer Ziel ist nicht zu finden. So. So. Weiter geht's. Wir müssen auf die andere Seite rüber. Natürlich erwartet uns dort auch gleich noch ein schöner Gegner. Und zwar dieser Huso. Euer Ziel ist nicht so. So, der ist down und weg vom Fenster. Euer Ziel existiert nicht. So, wir holen uns den Trank wieder. Beziehungsweise, wir haben was bekommen. Magerstrank, Schriftrolle. Nicht handelbar. Und verkäuflich. Eine Fähigkeit, die nur in Chromedos Prozess benutzt werden kann, stellt die Gesundheit wieder her und wirft für kurze Zeit feindliche Angriffe zurück. Kommt das natürlich gleich mal auf die neuen. Müssen sowieso mal gucken, wir brauchen einen besseren Heiltrank da unten. 112, 113. Der hier ist auf jeden Fall besser. So. Ab geht er. So, die ist auch Geschichte. Und nicht nur das, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch jemand gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.